Freunde, heute werde ich eine Bau-Challenge machen in Minecraft. Einmal eine Minute, 5 Minuten und 10 Minuten. Was wir heute bauen werden, das werden wir natürlich jetzt entscheiden. Wartet mal, Freunde, ich baue kurz was zusammen. So, Freunde, jetzt werde ich ziehen. Wir kriegen eigener Kopf. Okay, oh. Okay. Da müssen wir erstmal hier und da müssen wir erstmal, damit wir brauchen ja ein Bild von unserem Einkauf. Playerhead. Oh, nein, kein Spielerkopf, normal, einfach, ich will nämlich T/slash Playerhead. Freunde, nochmal. Achso, GIF. Mark. Minecraft. Unterstrich, nee, doch, hier so. Player. Ich will ja mein Player-Head. Steht ihr? Skull. Oh, naja. Nee. 12. Wie geil, Digga. Freunde, okay, wir müssen jetzt das hier nachbauen. Bro. Okay. Warte mal, das müssen wir in einer Minute nachbauen. Auf gar keinen Fall. Okay, die Karte nehmen wir raus. Keine Ahnung, was jetzt noch drin ist. Haus. Okay. Müssen ein Haus bauen. Das können wir machen. Das können wir machen. Okay, ich bereite mich schon mal vor, ich bereite mich schon mal vor, ich bereite mich schon mal vor. Und was brauchen wir für ein 1-Minute-Haus? Ich bin dafür, dass wir ein kleines. Und ich muss es Speedrun machen. Ohne Einrichtung einfach. Und ihr werdet es jetzt nicht eingeblendet sehen. 2, 1, los. Und ich habe noch 50 Sekunden. 49. Shit, 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 shit. Hab noch 43, Digga. Alles noch chillig. Oh nein, die Fehler sind schlecht. Okay, warum sieht das Haus ein bisschen wack aus? Ich weiß. Glas, Glas, Glas. Glas. Glasscheiben. Okay, Freunde, 25 Sekunden haben wir noch. 21, okay, vielleicht kriege ich noch ein Bett rein. Vielleicht kriege ich noch ein Bett rein. Nee. Aber noch Fackeln. Und das war's dann auch. Verwerfen. Okay, Freunde, Digga. Das ist unser Haus, was wir in einer Minute gebaut haben. Es hat kein Dach. Es hat nicht mal ein Dach, das habe ich ganz vergessen. Es hat zwei Fackeln und sieht so aus. Jetzt bauen wir ein Haus in 5 Minuten. Erstmal suche ich die Materialien aus und dann geht's los. Dieses Mal mache ich mir ein Ästhetikhaus, also ästhetisch. Es ist auch doch, ist mir auch egal. Beton. Naja, wir nehmen dafür weißer Beton. Doch. Doch. Glasscheiben. Ach, Scheiben. Tür. Dia. Modernes Haushalt, Freunde. Das wird jetzt richtig scheiße aussehen, aber egal. So, Freunde, wir haben ja ab jetzt 5 Minuten Zeit. So, als erstes habe ich natürlich erstmal hier ein paar Wände hinzugefügt. Das sieht natürlich dann mehr cooler aus, also etwas besser. Dann habe ich den Boden jetzt, also dann mache ich jetzt erstmal den Boden hier so, mache es wieder 3 Blöcke hoch. Dann werde ich erstmal 1, 2 und der dritte ist dann wieder hier so.
damit das auch clean bleibt, in dieser Position halt so. Und dann habe ich noch hier tatsächlich hier eine Wand gefüllt, die 1, 2, 3, 4 Blöcke hoch ist. Habe ich noch eine 1, 2, 3, 4 gemacht. Dann habe ich hier zack, 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 zack. Dann habe ich erstmal das Gras entfernt, damit es auch, naja, damit es einfach irgendwie besser aussieht, wenn wir hier einen richtigen Boden reinmachen. Derzeit hatte ich übrigens noch 3 Minuten und 46 Sekunden Zeit, das Haus zu bauen, was eigentlich noch sehr gut war. Jedenfalls sind wir im Creative-Modus, da ist natürlich alles etwas einfacher. Dann habe ich das hier entfernt und habe hier Betonboden reingetan. Und dann habe ich hier nochmal das entfernt und habe das hier alles zu Glas gemacht. Wieso ich das gemacht habe, war wahrscheinlich, weil ich es einfach schöner fand und irgendwie moderner, sowas zu machen, denn es soll ja ein modernes Haus sein. Dann habe ich natürlich erstmal ganz vergessen, dass ich etwas zum, wie heißt es, zum, naja, für Licht hatte. Da habe ich dann einfach mich für Seelaternen entschieden. Dann habe ich mich nochmal ganz umentschieden, dass ich sogar das Glas hier hinmache. Zu der Zeit hatte ich sogar nur noch 2 Minuten 50 Sekunden. Also habe ich das Glas so umgestellt und habe erstmal das hier platziert. Ein paar Blöcke. Danach habe ich direkt tatsächlich eine vierte Etage hochgemacht. Ich meine, einen vierten, ja, keine Ahnung, weiß was ich. Ich komme gerade nicht drauf. Eine vierte, naja, so, damit es halt einfach höher ist, das Haus. Das habe ich dann erstmal geschlossen. Aber bevor ich das gemacht habe, habe ich noch ein paar Lichter hinzugefügt. Dann habe ich die Wände zugemacht. Also dann mache ich die Wände zu. Dann werde ich jetzt erstmal das hier ganz zumachen. Und das war es erstmal mit der Einricht das war es erstmal mit den Baron von diesem kleinen Haus. Und dann werden wir jetzt erstmal ein Bett benötigen. Und zwar geben wir dafür einfach Bett ein und geben uns mal ein hellblaues Bett, das wir dann hier schön hin platzieren. Daraufhin platzieren wir hier noch so eine kleine, weil es eigentlich recht hübsch aussieht, so etwas. Das sieht dann aus, als ob man hier, naja, so ein kleines Tischchen hätte. Da könnten wir dann noch einen Topf platzieren. Das würde sehr ästhetisch aussehen und wäre sehr schön generell. Dann habe ich noch eine Mohnpflanze hier reingetan, damit das gemütlich aussieht, denn das ist eine sehr schöne Pflanze aus Minecraft. Dann habe ich mich aus Versehen ins Bett gelegt. Oder eher gesagt, nicht aus Versehen, sondern ich wollte eigentlich im Video einen Stichpunkt setzen. Wieso, weiß ich nicht. Dann habe ich erstmal Bücherregale, wollte ich hinzufügen. Hab mich dann tatsächlich auch dafür entschieden, aber ich habe hier beim Haus, wusste ich nicht mehr, was ich machen wollte jetzt. Eigentlich wollte ich ja das Bücherregal machen, hab's dann aber doch nicht gemacht. Denn ich habe einfach keinen Platz dafür gefunden. Dann dachte ich tatsächlich, ich habe einen Platz gefunden. Hatte ich aber nicht, denn der war mir dann doch nicht so schön. Dann habe ich es also wieder alles rausgetan. Habe noch schnell eine Truhe, einen Ofen und zu guter Letzt noch einen Crafting Table, also eine Werkbank. Zu der Zeit hatte ich noch 14 Sekunden. So, da habe ich gerade nur noch 14 Sekunden. Dann habe ich erstmal zwei Öfen hingetan und zu guter Letzt anschließend eine Kiste. Und dann hatte ich keine Zeit mehr. Boom. Das ist das tatsächliche Haus, was ich in 5 Minuten gebaut habe, was ich eigentlich echt gut finde. Okay, wir gucken uns das jetzt nochmal an. Meine bewerten wir alle Häuser. Man, hier gönnt euch das. Erstmal hier kann man hier so nice schlafen und sieht direkt da schon die Außenwelt. Die Außenwelt sieht man da. Und dann sieht man hier schön durch diesen wirklich wunderbaren Ausblick.
Und dann kann man hier in die Kiste schauen. Da können wir jetzt erstmal hier das reintun. Nein, Spaß, da tun wir das wieder raus. Also diese Items können wir auch direkt für das nächste Haus, für das allerletzte Haus benutzen. Das wird nämlich auch eine Villa. Das heißt, wir brauchen das, das. Was wir aber noch brauchen, ist nämlich das hier. Und zu guter Letzt noch das hier. Oh nein, da habe ich mich kurz verklickt. Dafür brauchen wir nämlich noch ein Wassereimer. Ihr wisst schon, was ich wahrscheinlich vorhabe damit. Das ist schon mal echt gut. Und zwar stellen wir jetzt einen Timer auf 10 Minuten und werden erstmal etwas in 10 Minuten bauen. Freunde, also geht es direkt los. Ich baue jetzt erstmal was in 10 Minuten. Ich bin erstmal ganz aufgeregt. Denn ich weiß nicht, was ich bauen soll. Irgendwie verbindet diese Tür dann nicht. Tatsächlich habe ich jetzt gerade hier. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, das muss wieder zugemacht werden. Und das tue ich jetzt mit Beton machen. Denn da kommt wie im 5-Minuten-Haus kommt da. Oh, da habe ich den falschen Block gemacht. So, denn das sieht dann noch schon mal viel besser aus. Wenn wir das jetzt immer hochziehen und das jetzt natürlich hochgezogen wird. Das ist sehr cool. Zack, zack. Hier, das mache ich gerade ein bisschen langsam. So, habe es dann natürlich hinbekommen. Das war ja einfach. Habe tatsächlich die Etage sehr hoch gemacht. Dafür sieht es echt gut aus. Daraufhin habe ich erstmal den Boden entfernt hier. Denn hier müsste ich erst Gedanken machen. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, da habe ich mir erstmal. So, dann war ich auch direkt fertig damit und musste entscheiden, wie lang es wird. Dann habe ich erstmal so gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wartet, Freunde, ich glaube, ich habe was erzählt. 1, 2, 3, 4. Warte, was habe ich jetzt mitgezählt? 1, 2, 3, 4, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann 8. Ja, ist 8, richtig. Gut. Das heißt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich denke, ich entscheide mich für 6. Werde das Ganze dann wieder verbinden und mache hier. Hier, zack, zack. Und dann mache ich hier, wartet Freunde, ja hier ist richtig, dann mache ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ist das Ganze jetzt. So sieht das dann aus. Ich finde, es ist recht gut dafür, dass ich so ein Haus noch nie gebaut habe. Wenn ich es sehr gut finde, mache ich auf jeden Fall einen Screenshot davon. Denn ich habe so ein Haus noch nie gebaut. Für dich müssen hier noch ein paar Fenster rein, damit das Ganze auch sehr, sehr schön aussieht. Das soll natürlich wirklich nur von höchster Qualität aussehen. Ist ja klar. Dafür stehe ich mit meinem Namen. So. Dann ist hier noch ein kleines Fenster, was ich tatsächlich dann wieder abgebaut habe. Aber nicht ganz, sondern weil ich es einfach nach da gemacht habe. Tatsächlich habe ich das Ganze dann auch auf der anderen Seite gemacht. Und zwar habe ich einfach einen Block gemacht und dann habe ich hier 1, 2, 3. 2, ja nur 3 hoch. Ja, richtig. Dann ziehen wir das hoch. Ich habe gerade noch 6 Minuten Zeit, mein Haus fertigzustellen. Und es sieht tatsächlich ja gerade, das seht ihr ja gerade auch, recht gut aus, finde ich. Hier machen wir jetzt erstmal keine Fenster.
Es wird am Ende auch nicht so schön aussehen. Hier seht ihr nochmal erstmal fürs Erste hier den Einblick. Ich finde es eigentlich tatsächlich recht schön, weil ich bin nicht der Häuserprofi jetzt. Und dann habe ich erstmal natürlich hier so noch ein kleines Fenster rausgebaut, reingebaut, was ich auch echt schön finde. Hier habe ich tatsächlich noch eine ganz lange, 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 lange Wand gezogen von Fenstern bis dahin. Das habe ich aber nur eins groß gemacht. Das fand ich nämlich irgendwie echt, echt, echt cool. Habe es dann auch hinzugefügt. Und ich bin eigentlich recht stolz darauf, wie ich es gerade baue. Denn ich habe halt so ein Haus, baue ich sehr selten und wenn dann nur mit Tutorial. Und das baue ich ja gerade einfach aus dem Kopf aus. Ich habe gerade auch nur noch 4 Minuten und 55 Sekunden Zeit. Das ist nicht prickelnd. Dann, das Doofe ist, ich glaube, ich muss hier nochmal alles umändern, auf jeden Fall auf der Ebene hier schon mal. Denn ich will hier auch noch Glas reinhaben, damit das richtig Panoramablick, so, keine Ahnung, irgendwie sowas halt ist. Das ist viel besser. Boah, das sieht richtig cool aus. Ich finde, das hat irgendwie was auf jeden Fall. So, dann habe ich erstmal hier diese Reihe zugemacht. Dann wollte ich das Fenster ganz schließen einmal. Habe dann noch ein kleines letztes Fenster platziert. Naja, klein jetzt nicht. Zack, so habe ich das dann fertig gemacht. Dann habe ich mir Glasblöcke genommen. Und zwar für das Dach habe ich mir was Cooles ausgedacht. Und zwar dachte ich mir, dass ich doch Glas nehmen könnte. Und das richtige Glas als Dach nehmen könnte. Das sah sehr gut aus, was ich auch behalten habe, denn das ist ein Haus, wo sehr viel Glas verwendet wird. Natürlich wird nicht das ganze Dach auch Glas bestehen, nur die Hälfte. Hat mich erstmal die wunderschöne Sonne aus Minecraft. Hat mich erstmal die wunderschöne Sonne aus Minecraft hier angeleuchtet. Habe es dann auch schlussendlich verbunden. Drei Säulen habe ich gemacht. Dann kommt hier auf der kleinen Ecke, die ich hier noch gebaut habe, noch eins. Dann habe ich realisiert, dass ich noch 2 Minuten habe. Musste unbedingt fertig werden. Was ich glaube ich auch gar nicht mehr werde. Deswegen habe ich echt Angst gerade, dass ich hier wirklich die Challenge einfach. Ich weiß, ich mache die Challenge ja gerade alleine, aber Freunde, das ist nicht gut. Oh nein, Regen ist auch nicht gut. Dann sieht man so schlecht. Das mit den Glasfenstern war zwar eine echt gute Idee, aber irgendwie auch Zeit gekostet. Ich weiß nicht, wieso das so viel Zeit gekostet hat, aber es hat Zeit gekostet. Also muss ich natürlich noch schnell diese Betonblöcke, meine ich, zu platzieren, bevor ich dann überhaupt mit was anderem weiter anfangen konnte. So. Das war natürlich schon wieder sehr zeitverbrauchend. Das heißt, ich habe gerade, wo ich die letzte Reihe fertig gemacht habe, hatte ich noch 1 Minute und 49 Sekunden Zeit. Das heißt, ich musste mich so sehr beeilen und ich war echt im Zeitdruck. Das heißt, ich darf mir keine großen Fehler mehr erlauben. Jetzt einfach nur noch schnell klicken und es beenden. Das heißt, ich habe dann noch das Dach fertig gemacht und hatte war echt wenig Zeit, aber ich denke, ich werde es schaffen, noch das Haus fertig zu kriegen, natürlich. Dann habe ich erstmal hier überall Truhen platziert. Ich denke, das sieht recht cool aus. Hier habe ich tatsächlich nochmal 2 Öfen platziert. Und hier nochmal. Und hier zum Schluss nochmal am Bett eine Werkbank.
Dann habe ich natürlich mir wieder einen Topf genommen. Habe dies alles weggetan und habe dann Blume eingegeben. Daraufhin habe ich die Kornblume genommen, denn die ist blau und ich mag blau. Und die sieht auch echt schön aus. So, dann hatte ich nur noch 30 Sekunden Zeit und wusste nicht mehr, was ich noch schnell machen konnte, bis ich dann vergessen habe, dass ich keine Lichter hinzugefügt hatte. Das heißt, ich habe an diesen Ebenen immer noch ein Licht hinzugefügt. Das hatte ich nämlich dann in meinen letzten Sekunden gemacht. Dann muss ich das Ganze nochmal an der anderen Seite machen. So. So hatte ich dann auch meine Beleuchtung. Und dann war ich auch fertig mit dem Haus. 3, 2, 1. Zeit fertig. So, jetzt werden wir nochmal alle Häuser bewerten. Ich habe ja leider nicht geschafft, den Pool zu bauen. Jedenfalls ging das Haus sieht. Wow, okay, dieses Haus habe ich gezaubert. Wirklich, das Haus habe ich gezaubert. Das Haus habe ich gezaubert. Das Haus habe ich gezaubert. Leute, vielleicht, falls ihr das Haus auch gut findet, könnt ihr euch das ja gerne mal anschauen. Ihr habt ja gesehen, wie ich das gemacht habe. Das könnt ihr ja gerne vielleicht in Überleben oder auch in Creative nachmachen. Also falls ihr das Haus gut findet, ich finde es tatsächlich echt gut. Ich habe ja erklärt, was ich gemacht habe. Ja. So, jetzt bewerten wir erstmal alle Häuser. Und zwar fangen wir hier an. Hier noch den letzten, das letzte Eck. Jetzt ist da nichts mehr drin. Das wäre nämlich Auto gewesen. So. Fangen wir an mit unserem Haus, was nicht mal ein Dach hat. Hier haben wir einfach nur zwei Fackeln, kein Dings und hatten das. Das habe ich in einer Minute geschafft, denn ich wusste nicht genau, was ich machen sollte. Das hier habe ich in 5 Minuten gezaubert. Das ist ein schlicht einfaches, was ich eigentlich echt schön finde. Erstmal schlafen. Nom, 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 nom. So. Dieses Haus habe ich, finde ich echt schön. Es gibt einen kleinen Crafting-Table hier, so super schön. Finde ich echt ästhetisch. Hier gibt es immer 4 Lichter insgesamt. Hier ist eine kleine Tulpe, also ein kleiner Mohn, also generell eine kleine Pflanze, ist mir jetzt auch egal. Und jetzt kommen wir, also von außen sieht das dann so aus, das ist, naja, recht okay, kann man für eine Starterbase zum Beispiel verwenden, wenn man jetzt so ästhetisch bauen will, aber das auf gar keinen Fall. So. Und Freunde, das ist das 10-Minuten-Haus. Ich zeige es euch erstmal von außen. Junge, das fetzt jetzt schon eigentlich, finde ich sogar. Hier sieht man nochmal das ganze Glas hier drumherum. Hier nochmal ein bisschen Glas. Hier sind wir wieder am Start angekommen. Hier nochmal die Fenster, hier nochmal von oben. Auch sehr schön, finde ich tatsächlich. Ich will jetzt nicht angeben oder so. Hier 3 Kisten, 2 Öfen, ein Crafting Table, wo eine kleine Pflanze drauf ist, wo man dann immer irgendwas craften kann hier oder so. Ich mache es aber ohne Handbuch. Und dann hier ein kleines, schönes Bett. Freunde, das war es auch mit der Episode. Beim nächsten Mal wird es heißen 10 Sekunden. Nein, Spaß. Falls ihr mehr von diesen Häuserdings sehen wollt, wo ich so, naja, ein bisschen Tutorial mache. Aber andererseits, kein Tutorial, sondern andererseits auch halt diese Dings. Ich erkläre alles, was ich baue oder was ich mache. Und nebenbei, da baue ich es halt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.